dagegen könnte ich jetzt so viel positive Dinge sagen. Das würde jetzt den Rahmen dieses Interviews sprengen. Es ist so, dass sie unser Kapitän ist und so verhält sie sich auch auf dem Platz und auch neben dem Platz. Sie ist der absolute Leader, hat eine Schlüsselposition im zentralen Mittelfeld, ist für unsere defensive Stabilität zuständig, für unser Offensivspiel, hat ein unglaublich taktisches Gespür für die Situation. Sie verhält sich immer richtig. Und ihre Art, Fußball zu spielen, mit dem Einsatz und auch in schlechten Phasen eines Spiels immer wieder vorne wegzugehen und die Mannschaft zu pushen, mit ihrer Art der Ansprache und mit der Art, wie sie Fußball spielt, ist sie unbezahlbar. Ich bin das in der Tat in den letzten Wochen und Monaten häufiger gefragt worden. Und es ist so, dass der Champions-League-Titel natürlich eine viel höhere Bedeutung hat, weil er medial ganz anders wahrgenommen wird als der nationale Titel. Und wenn ich daran denke, wie wir 0-2 zurückgelegen sind, was in der Halbzeitkabine los war im Champions-League-Finale und wie wir dann rausgekommen sind, das war ein ganz besonderer Moment. Dann am Ende doch noch 4-3 zu gewinnen und den Pokal zu bekommen. Aber von der Emotionalität her, wenn man 82 Minuten deutscher Meister ist und dann das 1-1 kassiert und dann wirklich nochmal zurückkommt in der 89. Minute und mit dem letzten Ball deutscher Meister wird. Und das in einem Heimspiel, das ist dann eigentlich nicht mehr zu toppen von der Emotionalität. Ja, als ich im letzten Jahr hier saß, dann habe ich erklärt, wie wir das Triple 2013 gewinnen konnten. Da waren wir in allen Wettbewerben Außenseiter. Wir haben sehr defensiv gestanden und haben uns über ein Umschaltspiel definiert. Dadurch, dass wir dann mit dem Triple in die Saison gegangen sind als Favorit, man wird ernster genommen und Mannschaften haben sich gegen uns anders verhalten. Für alle Mannschaften war es das Spiel des Jahres, wenn es gegen den VfL Wolfsburg geht. Alle wollten uns besiegen und uns ärgern und haben sich oft sehr defensiv verhalten, sehr weit zurückgezogen. Und von daher mussten wir unseren Spielstil ändern. Und wir haben es geschafft, wie man im letzten Jahr gesehen hat, das auch erfolgreich hinzubekommen. Wir haben viel mehr Ballbesitz, wir sind sehr dominant und haben also quasi auch die Philosophie des Teams ein bisschen verändert. Auch dahin ausgerichtet, natürlich die Spielerinnen, die da sind, weiterentwickelt, aber auch die eine oder andere Spielerin, die das sehr gut umsetzen kann, dazugeholt. Und von daher sind wir jetzt und auch in der aktuellen Saison treten wir sehr dominant auf, haben sehr, sehr viel Ballbesitz und versuchen wirklich den Gegner zu beherrschen. Deutschland muss ich immer zuerst nennen, weil das Potenzial einfach riesengroß ist im Frauenfußball in Deutschland. Aber Schweden, Frankreich, Japan, USA, der Gastgeber, Kanada, ich habe mir die Kanadier auf Zypern letztes Jahr dreimal angesehen, habe mich sehr beeindruckt, werden sich sehr intensiv auf die Heim-WM vorbereiten. Ja, das sind so aus meiner Sicht die Top-Favoriten. Aber es ist ein langes Turnier mit einer Runde mehr als 2011, also da kann eine Menge passieren und das Quäntchen Glück braucht man natürlich am Ende auch.